Wer die Gegenwart und die Zukunft von Film und Medienkunst verstehen will, der muss auch in ihre Vergangenheit schauen. Das zumindest war das Motto von Avantgarde-Künstler, Filmemacher und Sammler Werner Nekes. Und das ist auch, was Ulrike Pfeiffer versucht, in ihrem Dokumentarfilm Werner Nekes Leben zwischen den Bildern zu zeigen. Also stöbert sie durch Nekes riesige Sammlung von optischen Vorläufern des Filmbildes. Sie schaut sich seinen Schaffensprozess an, sie zeigt Teile seiner Experimentalfilme aus den 60ern und 70ern Jahren und lässt dabei den Künstler immer wieder zu seinem Leben und zu seinem Schaffen Stellung nehmen. Mit dabei Helge Schneider, Josef Beuys, Christoph Schlingensief und Alexander Kluge. Was für ein Line-up! Frau Pfeiffer, meine allererste Frage ist natürlich, wie kommt man dazu, so eine Zusammenarbeit mit Werner Nekes überhaupt auf die Beine zu stellen? Also Werner Nekes hatte eine Ausstellung in Hamburg, Schaulust, Seemaschinen, optische Theater und andere Spektakel. Eine ganz tolle Ausstellung seiner Sammlung. Ich habe dort gearbeitet zu der Zeit und konnte die intensiv besuchen, jeden Tag durch die Ausstellung gehen. Und ich war total fasziniert. Und dann gab es eine Retrospektive seiner Filme parallel dazu und dann dachte ich, wie passt das alles zusammen? Einer, der so avantgardistische Filme macht, aber trotzdem den Rückblick auch, sich für den Rückblick interessiert, für sein Medium. Und dann dachte ich, also ich muss ihn unbedingt kennenlernen. Und so entstand dann die Idee, einen Film darüber zu machen, weil viele ihn ganz anders wahrnehmen. Die kennen ihn nur als Sammler oder nur als Filmemacher, aber diese Kombination des Zurückschauen und nach vorne, das fand ich sehr, sehr interessant und spannend, weil ich mache ja eben auch selber Filme. Und dann haben Sie ihn angesprochen und er fand das super? Ja, also ich habe zunächst ein Interview mit ihm gemacht für die Zeitschrift Kameramann und dann habe ich halt noch mehr erfahren und dann habe ich ihn angesprochen und er fand das auch gut. Also es hat sich dann peu à peu entwickelt und dann, es dauerte natürlich, bis das ganze Geld zusammen war und eine Produktion zu finden. Und dann haben wir auch über 2 Jahre mit Pausen immer gedreht. Man merkt im Film ja an, dass er sehr speziell ist. Also das ist jetzt nicht so eine klassische Dokumentation im Sinne eines Biopics, sondern es geht sehr viel so um die Ideen und die Studien und auch wie er selber Filme gemacht hat. Das sind ja alles Ideen, die sich sehr viel mit dem Filmbild im analogen Sinne beschäftigen. Also tatsächlich mit Film zum Schneiden und so weiter. Wie kann man das denn jetzt übersetzen sozusagen in diese neue digitale Ära? Ja, das ist nicht so einfach. Das hat eben mit dem Rückblick zu tun. Also der Rückblick oder Nekes Theorie war ja, oder so hat er auch seine avantgardistischen Filme gemacht. Also dass man hat ein Bild, also der Film, normalerweise sind das 24 einzelne Bilder in der Sekunde. Und man nimmt das ja als Bewegung wahr. Und das ist ja eine Illusion, weil es ist ja, gibt ja keine Bewegung. Und diese Bewegung passiert im Kopf des Betrachters. Man braucht immer dieses Schwarzbild dazwischen. Man braucht diese Unterbrechung dazwischen. Und das hat mich total fasziniert, diese Grundidee, dass eigentlich Film nur im Kopf des Betrachters ist und in Wirklichkeit das eben nicht passiert. Und das finde ich total spannend. Und so hat er eben auch seine Filme aufgebaut, indem er ja so extreme Sprünge da reingebaut hat. Und dann praktisch den Betrachter zwingt, irgendwie zu denken. Also er hat keine Filme gemacht, die man einfach konsumieren kann, weil konsumieren hat ja nichts mit Denken zu tun. Und für ihn war das ganz wichtig, den Betrachter herauszufordern. Das hat ja auch Aggressionen ausgelöst. Also man hat ja, als er das mit in den 60er Jahren machte, ich glaube, es gibt so eine Geschichte, da wollten die Zuschauer ihn verprügeln. Also die waren einfach fertig mit den Nerven. Aber wie kann man das jetzt sozusagen für junge Filmemacher, die jetzt im Digitalen arbeiten, was können die sozusagen mitnehmen von diesem ganzen Werk und von den Ideen und auch den Studien und seiner Sammlung? Also, dass man einfach, Film fällt nicht so vom Himmel, wie es Tag und Nacht gibt, sondern da haben über Jahrhunderte Menschen, Künstler, Techniker, Wissenschaftler daran gearbeitet, dass es so weit kam. Und man sollte sich unbedingt, auch wenn man jetzt alle neuen Techniken ausprobiert, also Nekes hat auch digital gedreht, er war nicht so stur, dass er sagt, er macht nur Zelluloid, sondern dass die sich auch mal mit dem Medium mehr beschäftigen, weil ganz vieles, was jetzt auch angelegt ist in den neuen Medien, das gab es vor Jahrhunderten auch schon, die konnten das noch nicht so umsetzen, weil die Technik noch nicht da war, aber die Grundideen gab es schon.
Ich habe noch eine Frage. Was ich sehr interessant fand an dem Dokumentarfilm, was sehr ungewöhnlich ist, Sie haben keine Interviews selbst mit ihm geführt, sondern Sie haben sich Leute dazugeholt, wie Alexander Kluge oder Daniel Kotenschulte, die ihn sozusagen in so ein Zwiegespräch verwickeln und er sozusagen dadurch erzählt, was seine Ideen sind und auch so durch seine Sammlung führt. Wieso haben Sie das nicht selbst gemacht? Also ich habe mit ihm selbst nur Tonaufnahmen gemacht. Mhm. Und ich fand eben immer, wenn er mit anderen Menschen gesprochen hat oder Freunden, er hatte die mir auch vorgeschlagen, seine Interviewpartner oder Gesprächspartner, dass er da lebendiger agiert hat. Also das hat mir ganz gut gefallen. Da sind ihm Dinge eingefallen. Oder die kannten ihn auch schon länger. Ich habe ja Werner Nekes persönlich erst 2005 kennengelernt. Und das waren ja Freunde aus der Zeit davor. Alexander Kluge oder Helge Schneider, also Johnny Flash 86 ist er gedreht worden und die haben sich schon in den 70er Jahren kennengelernt, hat Werner Nekes ihn als Musiker entdeckt. Ja. Und so ist ja der Film entstanden, die Zusammenarbeit, und die haben ja bis heute zusammengearbeitet, und Helge hat auch für diesen Film noch Musik gemacht für ihn, also weil er nicht alle Musikrechte hatte, und dann hat Helge Musik gemacht. Okay. Vielen Dank für das wunderbare Interview. Gerne. Und viel Glück mit dem Film. Der wird jetzt noch bei einigen Festivals stattfinden. Ja. Habe ich gehört, das nächste Mal beim Dogfest München. Genau. Super, wunderbar. Vielen Dank. Ja, danke auch.